Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Hearts Hearts 2. Ich habe gerade mal festgestellt, dass mein Mikro, also mein Headset, wenn ich jetzt spiele und dann mir das anhören will über das Headset, dass das dann irgendwie nicht mehr mir anzeigt. Also ich kann nichts mehr über mein Headset hören, aber ich kann auch fehlerfrei sprechen. Also das ist seltsam, finde ich. Naja, ich werde die Kopfhörer trotzdem jetzt mal kurz abnehmen. Einfach, weil ich so mehr höre, was um mich herum passiert. Ich kann auch hören, wie laut ich bin. Deswegen, ich hatte das nämlich gerade auf, da sonst habe ich es nämlich immer auf meinen Hals. Und jetzt hatte ich es mal auf und ja, funktioniert alles. Finde ich gut. Nur was nicht funktioniert hat, war die Aufnahme letztes Mal, weil ich hatte schon gespielt. Bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist mir wieder der Akku flöten gegangen. Ich hasse es. Und zwar richtig. So, das wird eine lange Reise. Du bereitest dich besser gut vor. Ja, ab an Bord. So, und ich werde mich jetzt muten. Los, auf geht's. Wiedersehen. Hey, Sora. Bist du sicher, dass wir uns nicht kennen? Absolut. Wieso fragst du? Ach, nur so. Bist du in Ordnung? Ja, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Reiß dich zusammen. Klar, bis bald. Wisst ihr, ich... bin traurig. Wird Robert wieder? Ja, besuchen wir Heiner und die anderen bald wieder. Und weg ist er. Und weg ist er. Da hast du recht, Sora. Willkommen in der Turm. Oh. Mensch, der Geisterzug. Da sind wir eingestiegen. Komischerweise haben Penz, Heiner und Olette gar nichts dazu gesagt. Weil, naja, ist auch egal. Aber ich weiß, warum, glaube ich, Sora jetzt geweint hat. Weil das war seine andere Hälfte, also Roxas. Ich glaube, die hat geweint.
Das kann gut sein. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber jetzt... Oh, Aether. Jetzt, wo ich so... Let's Player, könnte ich es mir gut vorstellen, dass es so ist. So, der Aether steht der Imperium des Einzelnen komplett wieder her. Lädt bei der Imperium-Aufladung die Leiste auf. Ist sehr, sehr wichtig. Wir können natürlich auch unseren Freunden hier Sachen geben, aber ganz im Ernst, die ganzen Sachen, die wir finden, Aether und High Potion und Potion und sowas, das will ich lieber behalten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Oh, Cutscene. Was machst du da? Ich habe ein paar meiner Lakaien reingeschickt, die rausfinden sollen, ob der Herr dieses Turms wirklich so viel drauf hat, wie man sagt. Es heißt, er sei ein mächtiger Zauberer. Damit wäre er der perfekte Leibwächter für mich. Ganz egal, wie stark er ist, sobald er ein Herzloser ist, tut er, was ich sage. Ein Herzloser? Ganz recht. Das sind die, die aus der Dunkelheit in den Herzen der Menschen geboren werden. Und mit den ganzen Herzlosen unter ihrem Kommando kann die Hexe Malefiz alles und jeden unterwerfen. Und da ich der guten Malefiz etwas schulde, bereise ich allerlei Welten und stelle eine Armee von Herzlosen zusammen. Extra für sie. Kapiert? Dann verschwindet. Warum erzähle ich euch Zwergen das alles? Ich bin auch so schon spät dran. Du solltest lieber was Netteres tun. Oh, sagt wer? Ihr zwei? Hallo? Was habt ihr zwei Nasen hier zu suchen? Was machst du denn hier? Ihr kennt ihn? Na und ob? Carlo war schon immer ein Unruhestifter. Seine Majestät hat ihn vor langer Zeit in eine andere Dimension verbannt. Wie konnte er bloß entkommen? Dann sperr mal die Schlappohren auf. Also, Malefiz hat mich befreit. Jawohl, und jetzt schnapp ich mir eure Welt. Ach was, gleich alle Welten da draußen. Und dann werde ich herrschen. Denn Malefiz hilft mir dabei, sie zu erobern. Malefiz, Was gibt's da zu lachen? Malefiz macht es so groß, dass... Die gibt's nicht mehr. Hä? Pech für dich, Malefiz kann dir nicht mehr helfen. Was soll das heißen? Ihr drei, das geht doch auf euer Konto. Nun, das könnte schon sein, ja. Herzlose, kommt raus! Jetzt geht's los. Endlich gegen Herzlose kämpfen. Das ist die zweite Gegnerart. Besiege alle Herzen. So. Und das hier sind die Schattenlurche, so müssen die, glaube ich. Die gucken wir uns auch noch gleich nochmal genauer an. Also meine ganzen Gegner, die wir überhaupt alle hatten, gucken wir uns nochmal an. So, mit euch. Ja, die haben natürlich auch eine. Naja, erzähl ich gleich. Niemand, wirklich niemand legt sich mit dem mächtigen Carlo an! Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Was? Das weißt du nicht? Na, der alte Jens Sitt, aber der ist inzwischen sicher schon zu einem Herzlosen geworden. Meister Jens Sitt lebt hier? Jens Sitt ist der Lehrmeister des Königs. Wow, klingt sehr mächtig. Und dieser Lehrmeister, haben, das ist wahrscheinlich die älteste Figur in ganz Disney, ey. Also ich glaube eher nicht, dass das so passiert ist. Na, wir werden ja schauen. So, Mithril-Splitter mal wieder. Das ist gut. Woran unterhalten sich die denn eigentlich jetzt hier? Ich hätte nie gedacht, dass wir hier auf Carlo treffen könnten. Nicht auszudenken, wenn er nicht nur in unserer, sondern auch noch in dieser Welt sein Unwesen treibt. Ja, das ist wahr. Carlo kommt ja wirklich ganz schön spät hierher. Es ist jetzt schon ein Jahr her, dass wir Malefiz besiegt haben. Ah, das ist schon seltsam. Speichern tue ich jetzt mal nicht. Weil kann ja sein, dass die Aufnahme wieder irgendwie abkackt. Man weiß ja nie, ne?
Aber diesmal ist alles drin. Alles, was ich brauche. Die schwebende Treppe. Und wir. Ach ja, wir wollten uns hier noch was durchlesen zum Herzlosen. Stimmt ja. Dann. So. Ach, geht noch nicht. Erst wenn das Kommandomenü unten anders gefärbt ist. So, Jiminys Tagebuch. Da können wir das nämlich machen. Und zwar unter Herzlose. Schattenlurch. Da sind sie. Man, da steht sogar, wie viel wir schon besiegt haben. Er versinkt im Boden, um sich fortzubewegen. Es ist also gutes Timing gefragt, wenn man ihn besiegen will. Boah, meine Lunge gerade. Ja, okay. Ich lese nicht mal alles durch, nur so ein bisschen. Dämmerling. Ah, guck mal, das sind die Dämmerlinge. Es ist schwer, die nächste Bewegung dieser Kreatur vorherzusehen. Versuche, ihn mit dem guten Stellungsspiel zu überraschen. Vermischt mit Angriffen ergibt das eine effektive Taktik. Und der Kriecher. Der Schwächste unter den Niemanden. Nimmt verschiedene Formen an, was ihn unberechenbar macht. Nice. Und Charaktere werde ich jetzt nicht durchlesen. Andere? Ja, da kommen noch ganz, 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 ganz viele. Aber Schätze, guck mal. In Twilight Town sind mehr geworden. Toll. Ich wette, im Herrenhaus waren doch noch welche. Und an zum Bericht 2. Ah, die lese ich mir aber nicht durch. Aber obwohl die halt wirklich sehr, sehr spannend sein sollen. Wie mein Kumpel schon gesagt hat. Ich weiß ja nicht. Ja, dann let's go. Ich hoffe mal, jetzt wo mein Mikro auch nicht so... Naja, wo ich jetzt mit meinem Mikro nichts mehr hören kann, sage ich jetzt mal. Hoffe ich mal nicht, dass jetzt irgendwie der Sound auch noch beeinträchtigt wird, von wegen, dass ich die nicht mehr lauter machen kann. Weil dann brauche ich wieder ein neues Mikro, neues Headset. Das wäre scheiße. Das wäre richtig scheiße. Ich kann nicht jedes Jahr ein neues Headset kaufen. Ist ja auch scheiße. Komm jetzt her, du Sau. So. Boah. Ohne Witz, wann geht dieser Husten nicht mal weg? Ich verstehe das nicht. Naja, ich nehme heute ein Glück nicht so viel auf. Immer weiter, wir wollen zu jedem Zit. Oh. Als ob Jens Zit zum Herzlosen geworden. Oh, da oben ist das alles blau. Fällt mir jetzt erst auf. Weißt du, ich spiele das Spiel jetzt schon zum, keine Ahnung, gefühlten 6. Mal oder so. Und mir fällt jetzt erst auf. Aber ehrlich gesagt habe ich das Spiel bisher auch nur einmal durchgespielt. Einmal. Ah, das ist echt nicht viel. Au, ah. Oh, neue Herzlose, guck einer an. Die müssen Klappersoldat heißen, bin ich der Meinung. Gut, mehr die Klappersoldaten. So. Guck mal, die geben schon 10 Erfahrungspunkte. Und sind nicht wirklich viel stärker als diese Schattenbücher, die gerade mal 2 geben. Ich bin der Meinung, die haben auch irgendein Dreieckskommando. Ja, da siehst du. Zack. Ey, ich hab nur 3 gedrückt. So, weg die Sau. Na, ein Glück, dass wir wieder da sind. Dann herrscht in den Welten also gar kein Frieden? Ich denke nicht. Wenn Herzlosen hier sind, Herzlose hier sind, dann nicht. Jetzt geht's ganz nach oben. Lass mich raten, es kommen noch ein paar. Oh, klar. Als ob das nicht so wäre. So, ah, guck mal, die geben auch Fenstersplitter. Weil die Schattenlöcher geben auch Fenstersplitter. Gibt's hier noch ein paar mehr Gegner? Das war's jetzt schon. Ist ja schade. Ich habe irgendwas Neues dazu bekommen, bin ich der Meinung. Ups. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach ja, der Finstersplitter. Ja, gefüllt mit Finsternis, ein sehr gängiges Material. Habe ich hier nicht was gerade dazu bekommen? Ach, Combo Boost, stimmt ja. Mensch.
Mit den Schaden, den dein Kommandoabschlussangriff verursacht, ja, auf jeden Fall. So. Rein hier. Du also bist Sora. Sagt, habt ihr denn den König schon getroffen? Ja, das haben wir, Meister, aber wir hatten kaum Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ja, der König ist in letzter Zeit überaus beschäftigt. Daher obliegt jetzt mir die verantwortungsvolle Aufgabe, euch drei in allem zu unterweisen. Vor euch liegt eine gefahrenvolle Reise. Da gilt es, gut vorbereitet zu sein. Heißt das, wir müssen wieder eine Reise antreten? Ich hatte vor, meinen Freund Riku zu finden, damit wir zu den Inseln zurückkehren können. Sicher, ich weiß. Aber alles auf eurer Reise, Sora, ist miteinander verwoben. Ob du deinen Weg zurück zu den Inseln findest, ob du allein oder mit deinem Freund zurückkehrst und ob die Inseln noch da sein werden oder nicht, der Schlüssel zu alledem bist du, Sora. Ich bin... Der Schlüssel? Auserwählter Träger des Schlüsselschwerts. Du bist der Schlüssel, der die Tür zum Licht öffnen wird. Dieses Buch enthält wertvolles Wissen für eure Reise. Studiere es sorgfältig. Sobald du fertig bist, sprechen wir über die Feinde, auf die ihr treffen werdet. Oh nein, ich will nicht lesen. Ich will nicht lesen. Aber das ist eine Truhe. Ich habe die schon im Hintergrund gesehen. Eine große Truhe und eine Karte. Wow, vom Turm. Viel mehr ist hier doch gar nicht. In diesem Buch sind mächtige Zaubersprüche niedergeschrieben, aha. Gut. Na, dann müssen wir wohl lesen, wa? Welches Kapitel wird zu lesen? Der Anfang. Oh Gott, mal gucken, wie lang das ist. Jede Reise ermöglicht neue Begegnungen und jede Begegnung führt zu einem Abschied. Wenn ein Abschied wiederum in eine Reise mündet, öffnen die Welten ihre Herzen. Erwählt vom Licht oder verführt von der Dunkelheit. Freunde, die gleichen Bande verbinden, obwohl ihre Wege sie woanders hinführen. Wenn du an dem Weg zweifelst, den du bisher beschritten, wenn die Hand, die du hieltest, verloren scheint, blicke erneut auf das Herz, das einmal war, denn es hält alle Antworten bereit. Aha. Okay, so viel war das jetzt gar nicht. Zwischenspiel. Sexy. Ein langer Traum. Ein trauriger Abschied liegt in der Luft in dieser Zwischenwelt. Was ist die Wirklichkeit? Was ist Illusion? Der Weg, den der Junge eingeschlagen hat, führt zu seinen Erinnerungen. Bist du gefangen im Fluss der Tage und Nächte, die vergehen, blick erneut auf deine Schritte. Dann wird all die Verwirrung ein Ende haben. Ich verstehe zwar fast null gar nichts, 0,0 nix, aber egal. So, die Zukunft. Die Zukunft. Kommt der Tag, an dem dieser Kampf, geboren aus Verwirrung, enden wird? Für jeden wird das etwas anders bedeuten. Kann die Wirklichkeit das sein, was verborgen liegt? Der Grund ist die bloße Existenz, und doch Erinnerungen kann man trauen. Keine Angst, vertraue deinem Körper den sanften Schwingungen deiner Erinnerung an. Schon bald wird deine flüchtige Rast vorbei sein und alles wird beginnen. What the fuck, einfach nur, das ist mir viel zu kompliziert. Wie viel Zeit haben wir? Ach, wir haben auch genug Zeit. So, Master. Dieses Buch enthält essentielles Wissen. Lest es euch unbedingt durch. Habt ihr irgendwelche Fragen? Erst mal weiterlesen, um ehrlich zu sein, ja. Aber wie kommt es, dass die Herzlosen noch immer ihr Unwesen treiben?
Euren Bemühungen in der Vergangenheit ist es zu verdanken, dass die Herzlosen nicht zuhauf aus der tiefsten Dunkelheit treten. Daran besteht kein Zweifel. Doch die Herzlosen sind manifestierte Dunkelheit. Und Dunkelheit versteckt sich in jedem Herzen. Ihre Zahl hat abgenommen. Aber solange Dunkelheit auch nur ein einziges Herz trübt, fällt es schwer, sie zu eliminieren. Donnerwetter! Das heißt, wenn alle Herzen voller Licht wären, würden die Herzlosen verschwinden. Gut. Sprechen wir jetzt über die Feinde, die euch begegnen werden. Nehmen wir einmal an, du, Donald, gebest der Dunkelheit in deinem Herzen nach, dann würdest du zu einem Herzlosen. Aber das wisst ihr ja. Die Herzlosen lauern überall und versuchen, neue Herzen einzufangen. Seid auf der Hut. Also dann. Manchmal, wenn jemand mit starkem Herzen und festem Willen, ob nun gut oder böse, zu einem Herzlosen wird, entwickelt die hinterlassene leere Hülle einen eigenen Willen. Ein leeres Gefäß, dessen Herz gestohlen wurde. Ein Geist, der weiterlebt, obwohl der Körper längst vergangen. Denn ihr müsst wissen, die Niemande gibt es eigentlich gar nicht. Niemande haben scheinbar Gefühle, aber das ist eine List. Sie geben nur vor, ein Herz zu haben. Lasst euch nicht von ihnen täuschen. Niemande, es gibt sie gar nicht. Nun denn, die Wesen, die vor euch stehen, sind die Dämmerlinge. Die gewöhnlichste Form eines Niemands. Doch es gibt auch andere, größere oder welche mit beängstigenden und einzigartigen Fähigkeiten. Hütet euch! Auf euren Reisen werdet ihr einer schrecklichen Anzahl von Dämmerlingen begegnen. Sie werden versuchen, euch zu schaden. Und dennoch sind sie nur leere Hüllen zur Rückkehr in die Dunkelheit, verdammt. Aber die Wesen, die ihr jetzt vor euch seht, sind anders. Diese mächtigen Niemande bilden eine Gruppe namens Organisation 13. Sie befehligt die unbedeutenderen Niemande. Organisation 13. Während die Herzlosen instinktiv handeln, agieren die Niemande gezielter. Sie denken und planen. Es scheint, als folgten sie einer Absicht. Was jedoch diese Absicht ist, wissen wir nicht. Der König hat die Gefahr gespürt und sich aufgemacht, sie zu bekämpfen. Er fand das Schlüsselschwert des Reiches der Dunkelheit und schloss damit die Tür. Jetzt reist er von Welt zu Welt und bekämpft die Herzlosen, um hinter das Rätsel der Niemande und der Organisation 13 zu kommen. Dann sollten wir doch zuerst den König finden. Aber wo tut er sein? Das wissen wir, sobald wir ihn gefunden haben. Ja, und der König weiß sicher auch, wo Rico steckt. Denn die beiden blieben zusammen im Reich der Dunkelheit zurück, als wir die Tür schlossen, nachdem wir Anzen besiegt hatten. Nun, bevor ihr also geht, benötigst du noch passendere Reisekleidung. Was du jetzt trägst, wirkt etwas eng. Ich habe 3 gute Feen um ihre Hilfe gebeten. Wenn du sie bittest, erschaffen sie dir angemessene Kleidung. Donnerwetter, Sora! Du wächst wirklich schnell! Tja, scheint so. Musik
So. Oh mein Gott. Also die Niemande sind eigentlich auch Herzlose, nur mit starkem Willen. Nee, Quatsch, Moment, was? Also die Herzlosen sind die, dessen Herz mit Dunkelheit gefüllt sind. Okay, gut. Ich kann zum Beispiel gar kein Herzloser werden, weil ich bin viel zu nett. So gesehen. Dann würde ja bei uns hier in Berlin jeder ein Herzloser fast sein. Also jetzt mal ganz im Ernst. Gut. Ich werde jetzt trotzdem erstmal speichern. Ich werde jetzt den Part auch beenden, weil danach kommt eine etwas längere Cutscene, glaube ich. Und dann beginnt auch schon die Reise, so viel kann ich sagen. Also morgen werdet ihr den nächsten Part sehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh Gott, mein Bauch gerade. Bis zum nächsten Part. Bis morgen zu Let's Play Kingdom Hearts 2.